Herzlich willkommen zu einer Furo-Event-Folge. Ich wünsche euch in den folgenden Minuten viel Spaß und werde mich zum Ende der Folge nochmal bei euch melden. Viel Spaß! Überleben wir dieses Planeten. Hört uns gut zu. Ihr habt überlebt. Die schöne Schlacht, die wir gemacht haben, euch zu morden. Ihr habt es dem Doktor zu verdanken, dass ihr überlebt habt. Und das werden wir mit einem Spiel ändern. Der Doktor wird euch da nicht mehr helfen können. Die Geschichte unserer Vorfahren. Ich erzähle sie euch, damit ihr begreift, auf was euch erwartet. Vor langer, langer Zeit stellte unsere Rasse fest, dass sie mit der Hilfe von Sand, mit der mit Seelen bestückt wurde und mit drei Köpfen unserer Toten ein Wesen erschaffen können, welches die Welt noch nicht gesehen hat. Dieses Wesen war in der Lage, Generationen auszurotten. Die Schlacht gegen dieses Wesen dauerte über 100 Jahre. Man besiegte ihn damals. Tribo, der Große, besiegte dieses Wesen damals und wurde zum Held. Schon seit jeher war unser Volk ein Volk, welches durch die Galaxie reist und andere Planeten erforscht. Auch hier haben wir es getan, und zwar bevor der Vorfall war, haben wir es gemacht. Anhand des anderen Aufzeichnungen, wie wir das hier feststellen konnten, wurde die Zeit der Ritter. Diese Zeit war schwer für euch. Ihr hattet verdammtes Glück, dass unser Schiff nicht das gemacht hat, was es sollte, sondern hier abgestürzt ist. Eure Vorfahren haben sehr schnell begriffen, dass das, was sie hier gefunden haben, eine Gefahr für alle ist. Sie haben beide Orte versteckt. Es waren zwei Sonnen, die wir damals geschickt haben, um euch auszurotten mit diesen Wesen. Wir konnten Aufzeichnungen eines Reisenden unserer Generation auffindig machen und haben diese euch in die Kisten hier vorne gesetzt. Sie sollen euch helfen, diese Orte zu finden. Denn dies ist die einzige Chance, dass ihr überlebt. Schafft ihr es, das Monster zu besiegen? Oder werdet ihr so vom Sterben wie schon über 1 Million unserer Vorfahren? Wir wünschen euch auf jeden Fall kein Glück zu. Wir wollen, dass ihr sterbt. Denn dieser Planet wird unser neuer Heimatplanet. Und ihr seid uns ein Dorn im Auge. Ihr solltet euch im Klaren sein, dass das, was auf euch zukommt, nicht einfach wird. Egal, was ihr denkt, das, was dort hinten steht, wird eure Ausrüstung sein. Mehr könnt ihr nicht benutzen. Denn die Gebiete, wo die Sachen stehen, sind magisch geschützt vor anderen Gegenständen und werden euch sofort töten. Es wird ein harter Kampf. Und wir wissen, dass wir als Gegner den Doktor haben. Wir werden euch schlagen. Und wenn es dieses Mal nicht klappt, sollte es euch halt gelingen. Ohne dass wir es denken, und das wird auch niemals passieren, dieses Wesen zu besiegen, was 5-mal der Fall sein wird, dann werden wir wiederkommen. Solltet ihr es halt schaffen, bekommt ihr von uns auch was. Wir werden ein kleines Spielchen spielen.
wie wir Robotechnik wieder etwas herstellen. Euer volles Potenzial ist natürlich hier gehandicapt. Ihr werdet wieder ein bisschen mehr bekommen, wenn wir mit dem Ganzen fertig seid und ihr überlebt habt. Aber ihr werdet es nicht. Den Gedanken könnt ihr euch schon mal von verabschieden. Das ist absoluter Humbug. Der hat euch wohl. Ja, okay. Was soll Lol. Das? Jetzt nochmal zusammenfassend. Die wollen den Planeten übernehmen, schicken uns 5 von den Typen, die sie gerade so einen vernichten konnten, und wollen danach unsere Welt übernehmen, wenn 5 von den Typen, die sie gerade besiegen konnten, hier sein sollen. Ich bin vor Schreck in Ohnmacht gefallen. Sollen wir Wasser holen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mal wieder zu mir kommen. Gott. Was war das? Also wir sollen uns jetzt alle ausrüsten. Genau, sollten uns alle ausrüsten. Okay, na gut, dann legen wir mal los. Herr Nullblick, ich komme sofort. Ich bin nur in der Ferne, ich habe es aber mitbekommen. In meiner Rüstung war keine Schuhe. In meiner Rüstung war kein Kopf. Oh je. Server, hallo. Meine Rüstung will nicht zu mir. Als jemand einen zweiten Kopf hat, würde ich den nehmen. Wie kann man Sachen wieder von diesen Dings entfernen? Das war bestimmt Tim-Mata. Rechtsfleck. Nimm dir auf den, der vor dir steht. Wollte ich gerade sagen, hier stehen ja mehr, dann kann der Trump hier die Brust haben. Genau, ich schlachtet den Kopf mit aus. Sie nehmen die Brüste. Lol. Das klingt falsch. Hat jeder von euch alles bekommen? Hat jeder auch ein Buch? Negativ, ist ein Buch. Nur der Anführer hat ein Buch. Oha. Nur die beiden vorderen Kisten sind mit Büchern. Na, wer hat da gerade eine Windows-Meldung gekriegt? Psst. Mein Schwert kann hüpfen. Zottel, suchst du Stress? Herr Zottel, bitte den Bogen weg. Ah, oh, da sind wir wieder, zum Glück. Ich rüste mich auch direkt mal aus. Herr Nullblick, was steht denn bei Ihnen in Ihrem Buch drin? Das bespreche ich mit meinem Team. Okay. Was steht denn in unserem Team, Herr Anführer? Wir warten, bis die anderen weg sind, dann machen wir das. Kusch, kusch, kusch. Herr Nullblick, Sie müssen das Buch öffnen, wenn Sie das lesen wollen. Der hat eine Hose auf dem Rücken. Der macht irgendwas falsch. Entschuldigung, ich warte. Ich kann noch nicht umblättern, also... Ich bin sofort fertig, kein Problem. Kein Stress, Herr Kasai, ich erwache gerade aus meiner Ohnmacht. Ja. Würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal mit meinem Team ein Stück. Einfach mal ein Stück nach hinten, dann können wir in Ruhe mal schauen, was in unserem Buch steht. Zu mir gehen, da ist es nicht so leckanfällig. Fräulein Krähnchen. Wenn Sie uns hören sollten, wir sind bei dem Herrn Kasai. Okay, also ich habe jetzt auch ein Buch erhalten. Ich würde einfach mal sagen, wir lesen das jetzt mal durch. Und schauen mal, was drin steht. Genau. Hau raus. Auf den Spuren unserer Ahnen musst du wandern, vorbei am Forest mit den vielen Tannen. 1367 Schritte in den Osten. Frierend in der Tundra, du musst wechseln auf 859 Schritte südlich.
des Nullpunkts wandeln auf den großen Eissee, denn dein Ziel naht. Doch nehme dich in Acht, es ist nicht vollbracht, zum Schutze des Volkes, den Urahn erbaut, eine Festung gehauen aus Schweiß und Stein. Erwartet euer tödliches Erwachen, der Aufgabe nicht gewachsen, werdet auch ihr es nicht schaffen, das Monster der Vergangenheit zu erschlagen. Das war's. Er steht leider nicht drin. Hm. Also richtig deep. Also Richtung Osten, auf wie viele Blöcke? Genau. 1300 irgendwas. 1367 Schritte in den Osten. Auf den Spuren unserer Ahnen musst du wandeln. Um Nullpunkt wahrscheinlich, ne? Das ist ja, das ist die Koordinate, ich glaube auch, ne? Glaube. Ja, dann gehen wir mal auf 1000. Das geht nämlich auch nach oben Richtung Osten. Also. Würde ich sagen, let's go. Dann los! Obacht. Oha. Oh. Nice. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Wir müssen doch durch die Stadt kämpfen. Oder wie wollen wir hier rauskommen? Entweder durch die Stadt durchkämpfen oder... Oh wow. Nicht in eine Schussbahn rennen. Wer schießt mir denn in den Rücken? Wie viele Leute sind wir in unserem Team? Wir müssen 7 sein. Dann lass mal ein Dreierteam und ein Viererteam bilden, sonst hauen wir uns gegenseitig ständig in den Rücken und es ist echt nicht. Wollte ich auch gerade sagen, mit 4 Mann auf einen Mini-Zombie hauen, ist das doof. Also wie ich sehe, haben wir uns schon aufgesplittet. Au! Funktioniert echt gut. Was sind denn das für Rohrkrepiererpfeile? Ich hab halt Pfeil in meinem Kopf. Wo gehen wir denn jetzt lang? Folgen wir den anderen? Ja, ne? Ja, wir müssen irgendwie Richtung Osten, ne? Wir sollten den anderen folgen. Sollen wir nicht folgen oder sollen wir folgen? Sollten eigentlich, weil das geht doch nach Süden dann weiter. Dann hin da. Oha. Können wir die nicht umlaufen einfach? Vielleicht ist jemand tot. Das könnte noch lustig enden. Ich tippe auf Herr Prump. Okay. Dann gehen wir mal schön brav weiter. Ja, super, gehen wir schon weiter, ich stelle woanders. Wir müssten hier über den Fluss. Mal drüber! Achtung, Zombiehuhn von hinten! Zombiehuhn gleich Krienchens Rache. Kann doch nix. Da vorne sind drei Hexen, das kann böse enden. Wir wollen ja Richtung Osten weiter, oder? Ja, dann umlaufen wir sie.
Skelett hat was gegen mich. Erledigt. Gehen wir schon mal weiter. Jetzt sind wir außerhalb der Stadtgrenze. Nicht so weit wegrennen, Jungs. Ja, nicht so weit aufsplitten, genau. Ja, aber kalt klingt ja schon mal gut. Hieß ja irgendwas mit Eis oder Kälte. Ja, Tundra, ja. Das stimmt. So eine Frechheit, da hat der Alien auch noch die Zeit verlangsamt. Aber durch und durch. Die Stadt ist verdammt ruhig, also sie haben hier alles irgendwie verändert. Wir dürfen halt nichts abbauen, ne? Ist doch schön. Ruhe. Deswegen hätte ich jetzt... Wir... Stumm und taub. Der Pfeile ist gut. Pfeile kriegen. Ja. Ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Okay, wo könnte was sein? Kleinen Tipp, wir gehen mal meinen... Ui. Weg und ich glaube, der Herr Zottel ist nicht rausgeflogen. Ich würde sagen, da warten wir mal auf ihn, oder? Vielleicht gerade ohnmächtig. Ich hoffe, die haben... Gute Idee. Wer schützt den Boss? That's a good idea. Also. 1300. So, jetzt sind wir schon mal bei dem Herrn Schatten. Gut. Ein bisschen. Deaktiviert. Achtung, da vorne ist jetzt dann auch noch ein Blaze. Sie sind so mutig, Herr Nullfick. Bin ich einfach in Ohnmacht gefallen. Unser lieber Herr Zottel, kommt der nach? Ja, ich bin gleich da. Okay. Ich war gestolpert. Ei, unser Rotkäppchen ist gestolpert im dunklen, roten Wald. Ja, bei dem Zeug auf dem Boden kann man das wohl verstehen. Ja. Was ist Lava fallen? Da ist er ja. Okay. Ja. Gehen wir mal weiter. Auf in die Schlacht. Wir brauchen epische Kampfmusik. Wir sollten uns einen Baden holen. Wir können uns auch einen Wolf mitnehmen. Ich weiß noch nicht wofür, aber ich habe Schlangenkugel bei. Oh, es wird hell. Endlich. Dann haben wir ja schon mal die größte Nacht hinter uns. Ui, Wasser. Ja, super. Und schwimmen stand da nichts. Naja, aber wir haben Boote bekommen. Habt ihr auch Boote? Nein. Nee. Ich auch nicht. Also ich habe 5 Boote. Das wird uns ja hinten und vorne nicht reichen.
Gruppe kann ich in einem Buch zwei? Ich glaube ja. Ah, genau. Notfalls dreifach besetzen. Da muss einer einmal hin und her fahren. Dann testen wir es mal aus. Wie viel passen da? Immer zwei. Wer ist hier bei mir mit drin? Ich. So, dann bitte Zottel ansteigen. Achtung, denkt dran, da gibt's auch Guardians im Wasser. Oh, fahr mal, da ist der Fisch. Okay, los geht's, meine Lieben. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mir noch nicht gefollowt seid, dann würde ich mich über ein Follow freuen. Ansonsten beachtet doch auch mal die Kanäle der ganzen anderen Leute, die hier mitspielen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Tschüss. Everybody, everybody, everybody get your fucking hands up.